Morgen wird die Beerdigung meiner Mutter 3 Wochen her sein. In der ersten Woche nach ihrem Tod kamen mir bei allen möglichen Gelegenheiten die Tränen. Beim Aufwachen wusste ich, dass meine Mutter tot war. Ich hatte schwere Träume, von denen ich nichts erinnerte, außer dass meine tote Mutter darin vorgekommen war. Ich tat nur das Notwendigste: einkaufen, kochen, Wäsche waschen. Oft vergaß ich, in welcher Reihenfolge die Dinge erledigt werden mussten. Ich hielt inne, nachdem ich das Gemüse geschält hatte, und der nächste Schritt, es waschen, fiel mir erst nach längerem Nachdenken ein. Lesen war unmöglich. Einmal ging ich hinunter in den Keller. Dort befand sich der Koffer meiner Mutter mit ihrem Portemonnaie, einer Sommerhandtasche und Halstüchern. Ich stand traurig vor dem weit geöffneten Koffer. Morgen wird die Beerdigung 3 Wochen her sein. Erst gestern habe ich die Angst davor überwunden, oben auf ein leeres Blatt Papier, als Anfang eines Buchs, nicht als Brief an jemanden, zu schreiben: Meine Mutter ist gestorben. Ich konnte mir auch wieder Fotos von ihr ansehen. Auf einem sitzt sie am Ufer der Seine mit angewinkelten Beinen. Ein Schwarz-Weiß-Foto, aber mir ist, als könnte ich ihr rotes Haar und das Schimmern ihres schwarzen Kostüms aus Alpaka-Wolle sehen. Sie ist die einzige Frau, die mir ernsthaft etwas bedeutet hat. Und sie war seit 2 Jahren dement. Vielleicht sollte ich warten, bis ihre Krankheit und ihr Tod Teil meiner Vergangenheit geworden sind, so wie andere Ereignisse auch, der Tod meines Vaters und die Trennung von meinem Mann, damit ich den Abstand gewinne, der die Analyse der Erinnerungen erleichtert. Doch im Moment kann ich ohnehin nichts anderes tun, als über sie zu schreiben. Für mich hat meine Mutter keine Geschichte. Sie war schon immer da. Mein erster Impuls beim Schreiben: sie in zeitlosen Bildern festzuhalten. Sie war wütend. Sie war religiös. Einzelne Szenen, in denen sie vorkommt, ungeordnet aneinanderreihen. So finde ich aber nur die Frau aus meiner Vorstellung, dieselbe Frau, die ich seit ein paar Tagen in meinen Träumen sehe, wieder lebendig, unbestimmten Alters. Ich möchte aber auch die Frau zu fassen bekommen, die außerhalb von mir existiert hat. Die Frau, die am ländlichen Rand einer Kleinstadt in der Normandie geboren wurde und auf der geriatrischen Station eines Krankenhauses in einem Vorort von Paris gestorben ist. Die sich als junge Frau in der Fabrik abrackerte und die später im eigenen Laden, der immer weniger einbrachte, morgens früh um 5 Uhr die Kacheln schrubbte, während ich an der Universität Platon studierte. Mein Bild von ihr wird allmählich wieder zu dem, das ich als Kleinkind von ihr gehabt haben muss. Ein großer, heller Schatten über mir. Ich werde ihre Stimme nie mehr hören. Sie, ihre Worte, ihre Hände, ihre Gesten, ihr Gang und ihre Art zu lachen waren es, die die Frau, die ich heute bin, mit dem Kind, das ich gewesen bin, verbunden haben.
Ich habe die letzte Brücke zu der Welt, aus der ich stamme, verloren.